Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourierreihen. Ja, letztes Mal haben wir uns ja die Eigenschaften angeguckt dieser C-Unendlich-Abschneidefunktion, ne, wie die Geometrie zustande kommt, was das mit diesem faltungsgeometrischen Verständnis zu tun hat und wie die Werte entstehen. Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen rückblickend sagen, warum ist der Begriff Abschneidefunktion vielleicht gar nicht falsch? Es ist nämlich so, dass letzten Endes diese Abschneidefunktion die Indikatorfunktion approximiert. 5, nicht 3. Und das ist ganz nett, ne, weil damit haben wir quasi eine C-Unendlich-Version des Indikators. Und das wiederum ist auch der Grund, warum ich die ganze Zeit Indikatorfunktion und Abschneidefunktion durcheinander werfe. Also, was haben wir denn? Ich male es einfach mal hin, bevor wir jetzt uns hier groß in Text verlieren. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier meinetwegen A bis B, dann interessieren uns natürlich irgendwie Werte A minus Epsilon, da wird die Indikatorfunktion leben, die Abschneidefunktion, und interessiert uns irgendwie B minus Epsilon, B plus Epsilon. Und jetzt fangen wir mal an mit dem klassischen Indikator, der sieht ja so aus. Hier 0, hier 0, hier Sprung auf 1. Und dann wieder runter. Na, das wäre einfach der Indikator auf AB. Und wie sieht jetzt die Abschneidefunktion dazu aus? Naja, wir müssen einfach nur den Satz von vorher anwenden. Wir wissen, hier vor A minus Epsilon ist es 0. Das heißt, da stimmt Indikator und Abschneidefunktion schon mal überein. Dann wissen wir, ab A plus Epsilon sind wir auf 1, ab B minus Epsilon sind, also bis B minus Epsilon sind wir auf 1. Da stimmen die beiden überein. Ja, und dazwischen hier, da liegt ja so eine C-Unendlich-Mittelung. Das heißt, das sieht dann irgendwie so aus. Und das sieht hier dann irgendwie. Oh ne, das ist nicht gut da oben. Ach Mann. Mal am eigenen Malen scheitert hier, du. Das sieht dann irgendwie so aus. Und das wäre dann der Indikator AB Epsilon. Und was wir also sehen ist, wenn ich das Epsilon kleiner mache, dann komme ich punktweise der Indikatorversion, der Indikatorfunktion näher. Natürlich niemals gleichmäßig, ja, weil die Grenzfunktion ist ja hoch unstetig. Ja, und Grenzfunktionen sollten, also bleiben ja stetig, wenn ich gleichmäßige Konvergenz hätte. Aber punktweise nähern wir uns hier der Indikatorfunktion an. Das heißt, mal so plakativ hingeschrieben, C-unendlich Abschneidefunktion sind die C-unendlich Version der Indikatorfunktion. Nur, dass man halt nicht so hundertprozentig genau sagen kann, dass halt irgendwas in einer Menge liegt, weil ja die scharfe Bedingung ungleich 0 nur sagt, es ist in der Menge plus der Epsilon. Gut, das also nur so als kleine Bemerkung, warum die Dinger Abschneidefunktion heißen, weil sie im Prinzip nämlich einen größeren Indikator nehmen und abschneiden. Jetzt wollen wir zum eigentlichen Ziel dieses Abschnitts kommen, nämlich zu zeigen, dass die Testfunktionen dicht sind in LP. Das schreiben wir jetzt erstmal hin. Und zwar ist es so, für 1, kleiner gleich p, kleiner unendlich. Und irgendein Intervall AB, sodass a kleiner b ist, ist dann der Raum DAB dicht in LP. Dicht in LP heißt dann immer natürlich auch bezüglich der p-Norm, ne, damit da keine Verwirrungen auftauchen. Wenn ich sage, irgendwas ist dicht in einem Raum und dann meine ich im Normalfall die Norm, die dieser Raum trägt, in dem die Dichtheit ist. So, und das beweisen wir jetzt, indem wir die Aussage des Weierstrassschen Approximationssatzes verknüpfen mit diesen Abschneidefunktionen. Und dann wird es ein bisschen lustig, weil dann wird einmal wirklich
haarsträubend gerechnet. Aber wir tasten uns da jetzt durch und ich lasse das Video auch wieder am Stück, damit dieser Beweis auf gar keinen Fall auseinandergezogen wird, weil da erinnert man sich in der Woche nicht mehr dran. Und wir fangen also mal an mit dem Weierstrasschen Approximationssatz. Der sagt, C unendlich AB ist dicht in CAB. Was wir aus der GFA noch irgendwie so im Hinterkopf haben, der Raum der stetigen Funktion ist dicht in LP. Das heißt, C unendlich AB ist damit auch dicht in LP. Das ist ja schon mal gar nicht falsch, denn C unendlich ist ja gar nicht so weit weg von D. Wir müssen nur noch diesen kompakten Träger irgendwie mit reinkriegen. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir versuchen jetzt nämlich irgendwie ein F in C unendlich zu nehmen und das abzuschneiden, sodass wir einen kompakten Träger erhalten. Deswegen halt Abschneidefunktion. Malen gleich wieder ganz viele Bildchen, damit klar ist, was wann wo passiert. Aber die Grundidee ist halt, C unendlich Funktion nehmen, Genauigkeit vorgeben, abschneiden, fertig. Also es sei nun irgendein F aus C unendlich vorgegeben. Und wir schnappen uns ein Epsilon größer 0. So. Jetzt definieren wir uns ein Intervall mittels dieses Epsilons, das ein bisschen kleiner ist als unser ursprüngliches Intervall. Also wir definieren i gleich. Auf das a packen wir 2 Epsilon drauf. Und vom B packen wir 2 Epsilon weg. Das ist also insbesondere ein Element, eine Teilmenge von dem ursprünglichen Intervall AB. Und damit definieren wir jetzt eine Funktion f Epsilon. Das soll sein f mal die Abschneidefunktion dieses Intervalls i bezüglich dieser Genauigkeit Epsilon. So, wie sieht das aus? Na, weil das ist jetzt ja wieder so eine Konstruktion der Bauart. Gucken wir mal. Wir schränken uns mal jetzt hier auf den positiven Teil, damit nicht zu viele Linien und durch die Gegend wabern. Ist aber dann auch kein Drama. Das hier ist unser Intervall AB. Ne? Einfach nur mal so hingesetzt. Dann liegt hier a plus Epsilon. Hier liegt a plus 2 Epsilon. Und weil wir einen Indikator zeichnen, brauchen wir ja auch noch, also wir wollen ja hier den Indikator setzen, weil das ist ja sozusagen das Intervall, auf dem die Abschneidefunktion lebt, brauchen wir auch noch a plus 3 Epsilon, damit wir den vorigen Satz sauber ansetzen können. Und genauso brauchen wir jetzt halt hier b minus Epsilon, b minus 2 Epsilon und b minus 3 Epsilon. Gut. Jetzt haben wir also irgendwo so eine Funktion f im Raum liegen. So. Wie sieht jetzt das f Epsilon aus? Dafür müssen wir wissen, wie sieht das i Epsilon aus? Das wissen wir aber. Wir müssen nur noch in die Grafik eintragen, an welcher Stelle liegt unsere Skalierung 1. Wir sagen jetzt einfach mal, liegt auf der Höhe, ist ja scheißegal. Und jetzt müssen wir uns angucken, wie sieht der Indikator aus? Und dafür gucken wir mal in den vorigen Satz. Indikator sagt, für t kleiner gleich a minus Epsilon, und wir müssen bedenken, a ist jetzt a plus 2 Epsilon, da ist das Ding 0. So, das heißt, hier, da treffen wir mit der Abschneidefunktion die 0 und davor ist das Ding schon 0. So, das gleiche für hier b minus Epsilon. Eben weil unser betrachtetes Intervall jetzt ja nur das hier ist. Das ist ja i. Pass mal dran.
So, wie sieht der Indikator weiter aus? Was sagt uns denn der Satz dazu oben? Naja, bei a plus epsilon und b minus epsilon sind wir bei 1. Bedenken, wir sind a gleich a plus 2 epsilon, das heißt, wir sind bei a plus 3 epsilon mit dem Indikator auf 1. Und das dann bis b minus 3 epsilon. Das heißt, hier oben ist unser Indikator 1. Ja, und dazwischen ist das wieder so ein C-Unendlich-Knick. C-Unendlich-Knick ist ein geiler Satz. C-Unendlich-Verlauf. So, das ist also ungefähr mal x, i, epsilon. Wie auch immer das Epsilon dann halt gewählt ist. Ne? Was macht denn jetzt f mal dieser Indikator? Offensichtlicherweise da, wo die Indikatorfunktion, also die Abschneidefunktion, 1 ist. Also hier in dem Intervall. Da ist das Produkt gleich, weil da multipliziere ich ja einfach nur f mit 1. So. Irgendwie sowas, ne? Ab dem Punkt, wo die Indikatorfunktion, die Abschneidefunktion 0 ist, da ist auch hinterher das Produkt 0. Das heißt, da geht es hier weiter. So. Und dazwischen, ja, muss das Ganze C-unendlich verlaufen. Das ist ein bisschen hoch gewesen. So. Und dazwischen muss das Ganze C-unendlich verlaufen, muss aber hier oben diese Funktion f wieder treffen und hier unten die 0. Das heißt, dazwischen sieht es irgendwie so aus. Ding kann viel glätten, aber nicht offensichtliche Knicke. So, und hier sieht es dann ähnlich aus. Hier gehen wir dann von da hier runter. Das ist dann f mal den Indikator. So, und an dieser Skizze, da hangeln wir uns jetzt bei den Normabschätzungen entlang. Weil ohne die wird es wirklich haarig. So, damit erhalten wir. Wenn ich mir die LP-Norm angucke von dem f minus dem f-Epsilon, also das f-Epsilon ist hier das Produkt von f und Abschneidefunktion. Und ich schaue mir das an in der LP-Norm. Und damit ich nicht ganz durchdrehe, nehmen wir die gleich hoch p, damit wir nicht eine p-te Wurzel irgendwo rumschwirren haben. Dann passiert Folgendes. Das ist ja erstmal eine Definition. Das Integral über AB. Ja, Betrag f von t. Und jetzt setzen wir direkt ein f Epsilon. Also die Definition. Das heißt, f von t mal x i Epsilon von t. Das ist dann dt. Und das müssen wir ausrechnen oder abschätzen. Jetzt sehen wir natürlich sofort erstmal, okay, wir können hier einen f von t ausklammern. Ja, also wir können das irgendwie schreiben als f von t mal 1 minus den Indikator. Und jetzt passieren Dinge. Ja, also wir haben hier immer noch das Integral über das gesamte Intervall a bis b. Wir wissen aber schon, dass gewisse Teile dieses Intervalls überhaupt keinen Einfluss mehr haben auf das Integral. Und jetzt müssen wir halt nur aufpassen. Hier steht 1 minus x i epsilon. So, das heißt, da, wo die Indikatorfunktion 1 ist, hat dieser Faktor hier gar keinen Einfluss mehr. Das heißt, das ganze Integral von a plus 3 Epsilon bis b minus 3 Epsilon, das hat faktisch keinen Anteil an dem Integral. Das heißt, das kann ich komplett rausziehen. Das heißt, ich bleibe nur noch stehen bei folgendem. Ich schreibe das gleich nochmal dran. Integral von a bis a plus 3 Epsilon über das Ding hier. Da fehlt noch ein hoch p, weil das ist ja die p-Norm. Kopiere ich mir das schnell. Du sollst das auch kopieren. Da, da, so. Mein Gott. So. Und dann kommt dazu das Integral von b minus 3 Epsilon bis b. So, Hintergrund ist eben, dass f minus f Epsilon
ist gleich 0 für t zwischen a plus 3 Epsilon und b minus 3 Epsilon. Das ist aber ja auch sofort evident, wenn wir nochmal in die Grafik gucken. Denn in dem Intervall hier, a plus 3 Epsilon bis b minus 3 Epsilon, das sind ja die beiden Funktionen gleich. Das heißt, die Differenz ist 0. Das ist absolut kein Problem. Es ist halt nur technisch hier sieht erstmal ein bisschen erschlagend aus. So. Jetzt war aber die Standardabschätzung für Integrale. Integral a bis b ist kleiner gleich Länge des Intervalls, also b minus a, mal Maximum, Supremum, wenn wir sicher gehen wollen, wir gehen sicher, des Integranten. Das heißt, das hier, das ist kleiner gleich als. Ja, dieses Intervall hat Länge 3 Epsilon. Und was wir dann hier stehen haben, ist das Supremum t aus a bis a plus 3 Epsilon. Betrag f von t mal 1 minus xi Epsilon hoch p. Plus, und hier hinten die gleiche Abschätzung. Deswegen kopiere ich das hier mal einmal dreist. Nur, dass das t eben läuft von b minus 3 Epsilon bis b. Ja, einfach Standardabschätzung. So, jetzt benutzen wir eine Eigenschaft von den Indikatorfunktionen, nämlich dass die Indikatorfunktionen zwischen 0 und 1 liegen. Ja. Das heißt im Umkehrschluss, dass dieser Faktor hier zwischen 0 und 1 liegt. Das heißt, ich kann den auch, wenn ich nach oben abschätze, einfach weglassen. Das heißt, das hier ist kleiner gleich mit Satz 5.61. Das ist kleiner gleich als 3 Epsilon. Mal das Supremum t aus a bis a plus 3 Epsilon, Betrag f von t hoch p, plus 3 Epsilon mal Supremum t aus b minus 3 Epsilon bis b, Betrag f von t hoch p. Und jetzt machen wir einfach das Intervall größer, weil dadurch verlieren wir ja nichts an Informationen, sondern wir machen ja höchstens die Norm größer. So, das heißt, das hier ist kleiner gleich 3 Epsilon mal Supremum t aus AB, Betrag f von t hoch p, plus 3 Epsilon mal Sub t aus AB, Betrag f von t hoch p. Also eigentlich 6 Epsilon mal dieses Supremum. So, und das hier ist ja einfach nur kleiner gleich dann natürlich die Supremumsnorm von dem f hoch p. So, die Supremumsnorm von dem f ist aber endlich, weil das f, was wir da reinstecken, ist ja eine LP-Norm, eine LP-Funktion. So, das heißt, das hier ist definitiv kleiner als unendlich. Damit erhalten wir dann, dass das f minus f epsilon, dass das kleiner ist als unendlich. So. Und da wir hier dann stehen haben, kleiner gleich 6 epsilon mal Konstante, steht hier dann nämlich auch f epsilon konvergiert gegen f für epsilon gegen 0. Und wenn wir uns angucken, wo wir angefangen sind. In LP natürlich. Dann ist genau das die Aussage, die wir haben wollen, denn wir haben halt Funktionen genommen, die in DAB sind und haben eine beliebige LP-Funktion mit diesen Funktionen approximiert. Und das ist genau das, was wir haben wollen, nämlich die Dichtheit von DAB in LP. Und damit ist der Beweis zu Ende. Ne, das heißt, ich schreibe hier nochmal sicherheitshalber dran, damit wir es wirklich einmal stehen haben. Größeres Intervall heißt maximal größere Norm. Der Rest ist dann einfach eine Abschätzung des Supremums. Damit sind wir dann halt an der Stelle fertig.
Was hat uns jetzt der Weierstrasser Approximationssatz beigetragen zu dieser Erkenntnis? Er hat uns überhaupt erst erlaubt, das Ganze auf diese C- und Endlich-Funktion zu übertragen. Weil ohne den Weierstrasser Approximationssatz hätten wir nicht die Aussage, dass C unendlich AB dicht ist in CAB. Ja, das heißt, das ist eine Anwendung, aber halt schon eine kleine Anwendung des Weierstrasser Approximationssatzes, mehr von den Abschneidefunktionen. Ja, aber prinzipiell ist genau das, was hier dann letzten Endes wirkt. Ne, weil ohne die Aussage dürfte ich mich gar nicht auf C unendlich zurückziehen. Und DAB ist halt aber nur mal über einen Schnitt mit C unendlich definiert. Das heißt, wenn ich das nicht machen kann, verliere ich halt komplett den Überblick. Ne? Das heißt aber, die Memo, die wir jetzt haben, ist, die Testfunktionen liegen dicht in LP. Was insbesondere wichtig wird, wenn wir uns irgendwann mal mit Sobolev-Räumen beschäftigen. Weil das ist der Trick, der uns quasi erlaubt, mit Sobolev-Funktionen umzugehen. Genau. Damit sind wir am Ende von diesem Video und wir sind am Ende von Kapitel 5, das zugegebenermaßen ein bisschen abstrakt war. Nächstes Mal geht es dann weiter mit etwas viel, viel greifbareren, nämlich mit Bernstein-Polynomen. Das sind dann wirklich Polynome, die konkret den Weierstrasschen Approximationssatz erfüllen und wir uns dann konkret angucken wollen, jo, so geht es. Ne? So können wir Funktionen approximieren und so können wir es tatsächlich ausrechnen, wenn wir wollen. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht's gut und tschüss.